Hallo und willkommen zurück zu der zweiten Folge The Darkest Dungeon. Und mal gucken, was uns das Spiel heute wieder in die Rippen wirft, um es uns erträglich wie noch was zu machen. Erstmal, was haben wir für Items bekommen? Minus 1 Geschwindigkeit, aber dafür 20% höhere Verteidigung, bewegt zu werden. Okay. Das würde ich Gudgorian geben, denn Gudgorian steht meistens an der Frontlinie und ist eh schon langsam. Meistens der langsamste. Virtus. Mehr Stressschaden, aber ich habe keinen Highman, man. Schade. Aber hier ist noch für den Crusader. Weniger Schaden, dafür mehr Verteidigung. Das kriegen wir. Okay. Aber die Gruppe kann ich wahrscheinlich eh nicht mitnehmen, weil, ihr seht, die ist ziemlich gestresst. Und gestresst heißt... The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The Abbey calls to the faithful. Gestresst heißt, wir müssen ein wenig Stress abbauen. Ich verbessere es erstmal. Gilded icons and dogmatic rituals. So. For some, a tonic against the bloodshed. Wow. Gudgorian kann nur beten. Verdammt. Aber Quiet kann das machen. Okay. Unser hart verdientes Gold ausgeben, damit die sich wieder ein bisschen beruhigen. Und Nihilus schicke ich in die Taverne ins Bordell. Perfekt. Wir haben Neuzugänge bei uns. Einmal haben wir den solchen Dr. Greed, die Grabräuberin Fernef, den Kopfgeldjäger Lettner und den professionellen Seuchen Dr. Jarvik. Gucke ich mir mal die Skills so an, wo die am besten aufgehoben sind. Und ich sehe schon, mir fehlt ein bisschen die Frontlinie. Also die Leute, die vorne stehen. Aber das ist okay. Das kriegen wir hin. Okay, das habe ich alles noch nicht, leider. Dann würde ich mal sagen, vorwärts! Gehen wir weiter. Erkunde 90% der Räume. Kurz. 100% der Kämpfe fertig machen. Und das ist ein mittleres. Für ein mittleres haben wir nicht die nötigen Truppen. Da braucht man eine gute, ausgewobene Gruppe. Zum Kämpfen sind wir auch nicht hundertprozentig geeignet, dann würde ich sagen, wir machen hier mal eine einfache Scout-Mission. Jetzt gucke ich, wen ich wohin setze. Also du bist am besten in der dritten Reihe aufgehoben, du bist am besten in der zweiten Reihe aufgehoben. Dich schicke ich ganz nach hinten und Greed kommt ganz nach vorne. Ist nicht die perfekte Aufstellung, aber hey. Wir werden schon draufgehen. Okay, erstmal essen. So, das sollte reichen. Drei Schaufeln sind immer gut. Wir haben was das alles hier... Das ist auch nicht schlecht. Fackeln will ich gar nicht mitnehmen, ich will im Dunkeln kämpfen. Und nehme mir hiervon jeweils noch eins mit. Das müsste reichen. Okay, dann... Waldmannsheil. Ach. Keiner würde überleben. Ich meine, nein. Starke Truppe. Schafft das. Dann wollen wir mal schauen. Würde ich mal sagen, wir haben eh nichts zu verlieren. Auf zum nächsten Raum. Okay, vorsichtig. Machen wir noch das Licht mal kurz aus. Pharaohs may indeed stalk these shadows, but yonder a glint of gold. Ah, ich habe eine Fackel und ein bisschen Geld gefunden. Ich brauche Geld unbedingt. Ich weiß, ich brauche Leute, die am Leben sind, aber wenn mir das Geld ausgeht, bin ich echt in der Zwickmühle. Ah, okay, der erste Kampf sieht einfach aus. Zwei einfache Leute und wir haben sie überrascht. Sehr schön. Fernef ist am Zug. Was kannst du denn? Aha. Einen einfachen Schlag. Dolch schmeißen.
vorwärts springen, aber dann bist du in die Reihe nach vorne. Das möchte ich nicht. Wie viel Schaden würde das machen? 4 bis 9? Auch 4 bis 9. Okay, dann. Bam! Guter Schlag, Ferne. Guter Schlag. Greed. Okay, das war okay. Ja, okay, Skelette können nicht wirklich bluten. Und jetzt noch ein bisschen vergiften hier. Okay, das war ein einfacher Kampf. Das war gut. Erstaunlich gut. Dann schauen wir mal. Lass mir mal Ferne die Truhe aufmachen. Das Item hat keinen Effekt. Fuck. Ich meine, Mist. Egal. Ah! Geld! Und eine Schaufel. Juwelen. Juwelen ist sehr gut. Okay, weiter. Nächster Raum. Fängt schon mal gut an. Meistens endet es dann schrecklich. Nicht mit einer Schaufel, mein Freund. Nicht mit einer Schaufel. Okay. Ah! Auch noch so ein... Und die haben uns surprised. Die haben uns überrascht, das ist nicht gut. Lunch. Komm schon, oh yeah! Fernef, richtig, richtig stark hier. Tja. Jarvik kann hier gar nichts machen. Ich muss nachher tauschen. Wenn ich jetzt tausche, dann kriege ich nur unheimlich Schaden reingedrückt. Deswegen... Ah, okay, das geht noch. Du kannst gar nichts hier machen. Na, das ist natürlich schlecht. Oh, gut ausgewichen. Die wissen, wen sie fokussieren müssen, habe ich das Gefühl. Okay. Da schmeißen wir ihn durch. Wow. Ah, fast. Fast. Nicht ganz, aber fast. Betäuben. Sehr schön. Ah, das ist übel. Aber du kannst noch angreifen. Komm schon. Oh yeah. Und schön mit der Spitzhacke. Du wirst geerntet. Wow. Das war abgebaut. Okay. Ja, hoffen wir es, dass sie noch Success promisen. Okay, du tausch mit dir, du tausch... in die zweite Reihe, du tauscht in die letzte Reihe. Ja, sowas richtig. Okay, und weiter. Bis jetzt läuft's gut. Ich bin überrascht. Hier ist nichts. Okay. Dann würde ich sagen, schwer, hoch oder rechts? Hoch oder rechts? Gehen wir hoch. Okay, langsam aber sicher tasten wir uns hier durch. Was sind hier da drin? Gegenstände. Glitzer. Deswegen bin ich hier. Ich meine, wenn man mit zwei solchen Doktoren, einem Kopfgeldjäger und einem Grabräuber unterwegs ist, kann man sich so vorstellen, dass die nicht gerade stricken wollen. Ah, schon wieder surprised. Nicht gut. Aber... Okay. Das trifft nicht wirklich genug. Aber ich könnte sie verstärken. So, dass sie wirklich kurzen Prozess macht. Kann ich sie treffen? Ja, ich kann sie treffen. Komm schon! Ah, nicht ganz genug. Mist. Und das geht das Stresslevel hoch. Slice and Dice! Ha! Sehr gut, Lettner. Und der Haufen geht der... Na, Jarvik! Halt durch! Nicht sterben! Hier. Okay, er blutet. Das ist gut. Nein, 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 nicht Jarvik! Ah! Und er blutet. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, ja, ich weiß. Habe ich irgendwas? Oh, ich habe zum Glück was.
So. Sehr schön. Komm schon. Oh, zeig's ihm. Messer rein, Gedärme raus. Du kannst nicht heilen. Nein. Aber du kannst stunnen, aber nicht den. Verdammt. Dann gute alte Messermethode. Komm schon, Fernef. Ah, okay, kann sie nicht. Dann auf den hier. Und auch abgeerntet. Puh. Das war... Ah, okay, trapped. Mist. Aber nichts passiert. Wow. Nichts passiert. Fool me once. Fernet F hier, MVP von der Gruppe heute. Und ich habe fast vergessen, die Leute umzustellen. Jarvik ganz nach hinten, du bist fast tot. Du kommst in die Stelle und so müsste es eigentlich jetzt wieder passen. Ah, das tut weh. Ja, what are you doing? Du bist doch reingelaufen. Komm schon. Okay, kein Kampf. Wir müssen 90% aufdecken. Das heißt, ich muss den Raum hier nicht aufdecken. Dann gehe ich direkt rechts weiter. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Es läuft so gut, ich sollte es nicht herausfordern. Essen. Da ist Essen drin in einem verfallenen Gebäude. Ja, das würde ich auf jeden Fall essen. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Super. So, Fackel angemacht. Fackel ausgemacht. Boogeyman. Okay, klar. Essen fassen. Du kriegst sowieso noch ein bisschen mehr hier. Heil dich. Sehr schön. Okay, ja, ich muss jetzt halt ein bisschen mit Essen heilen, aber... Gott. Jarvik hat sich was verdient zu essen. Okay, ob mir das hier kein Kampf kommt? Oh, Gott sei Dank. Schauen wir mal. Da ist eine Schatzkiste und wahrscheinlich ein Kampf. Und da ist ein Kampf drin. Okay. Hier ist aber auch ein Kampf drin, aber eine Schatzkiste. Die Schatzkiste bringt uns mehr. Hier ist nichts irgendwie, was uns... Okay, ich habe noch eine Schaufel dabei. Gott sei Dank, ich habe noch zwei Schaufeln dabei. Aber, okay. Auf ins letzte Gefecht. Wir haben euch gesehen und sie sind überrascht. Sehr schön. Schauen wir mal. Den hier auf jeden Fall erstmal weg. Der muss nach vorne. Der macht nämlich ziemlich viel Stress. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und er wird geerntet. Leider nicht so stark, wie ich erhofft habe. Giftgranate. Sehr schön. Ein bisschen Schaden über Zeit schadet nie. Oh, oh, 25% mehr Schaden gegen gestunte Gegner. Finish him. Fatality. Okay, jetzt heißt es nur noch überleben. Kommt, Leute. Ah, Lettner, take it like a man. Komm schon. Okay. Puh. Was? Warum fängt der jetzt an? Geht noch, geht noch, geht noch. Pfeil in der Schulter macht... Mach dich nicht kaputt. Okay. Bam, mit der Spitzhacke. Beste Waffe meiner Wahl natürlich. Auch hier den hier vergiften. Gift wirkt perfekt gegen die. Und Crit! Das war richtig gut. Der stirbt jetzt an Gift nächste Runde, wenn er dran ist. Ah! Greed! Too greedy! Okay, Slice and Dice, hol ihn her! Okay, er hat widerstanden. Okay, Dolch! Sehr schön. Komm schon. Ja. Eine Giftgasgranate bringt mir nichts. Okay, es bringt zwar auch nicht viel, aber er ist vergiftet. Und das sollte reichen. Aber Lettner ist auch noch da. Uppercut! Mit der Hand ins Gesicht. Oh.
Das ist gut für Fernkämpfer. Wenn wir einen Highwayman hätten oder so, aber Erias musste ja ins Gras beißen. Sehr schön. Quest erfolgreich. Aber ich will noch kurz Adventuring, weil die Kiste habe ich mir verdient. Shiny. Ja, scheiß auf die Fackel. Wer braucht schon eine Fackel? Sehr schön. Ein Haufen Erfolge kriege ich hier noch. Ja, das war viel Geld. Also 8000 kann ich nicht meckern. Dazu noch jede Menge von diesen Sachen zum Weiterbauen. Okay. Letna! Letna ist jetzt ein Varens-Taktiker und macht mehr Schaden an Varens. Fernef ist resistent oder resilient. Also aufbäumend, so ein bisschen rebellisch war das richtige Wort, das ich gesucht habe. Weniger Stress. Und Jarvik. Oh Gott. Jarvik kann sich nur noch auspeitschen lassen, um Stress zu heilen. Ah. Super. Super. Ganz toll, Jarvik. Curiosity. Interest. And obsession. Mile markers on my road to damnation. Okay. Unsere Leute sind soweit wieder einigermaßen vom Stress befreit. Das heißt, wir können jetzt mehr mitnehmen und wir haben mehr Sachen. Was ist das hier? Eine Gilde. Ich kann jetzt neue Fähigkeiten. A strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic of combat. Ich kann neue Fähigkeiten jetzt benutzen. Dann schaue ich mal. Oh, gut, Gorian kann Reden halten, heilen, macht Gift, macht Fackel. Okay, Fackel ist nicht so gut, aber es heilt Stress. Okay, heilige Lanze. Okay, es sind aus den Hintern rein, wenn du einen Fernkämpfer hast. Und ein Kampfheal, der immer um 2 heilt. Also ich finde der Kampfheal. Ich habe niemand, der wirklich heilt. Ist jemand. Ah, falsch. Ist jemand. Da habe ich einen Heiler dabei. Nee. Ich nehme mal den Hundemeister mit und ich nehme mal. Undead Hunter. Willkommen in unserem Regiment. Und unseren Mann an den Waffen. Hatte ich Roland schon? Roland! Der Kämpfer. Die anderen zwei brauche ich gerade noch nicht. Ah, schauen wir noch ganz kurz hier. Wo war er denn? Ach, nee. Da. Lekoria und Erias. Nee, war ich Erias. Es war Dismissed. Ihr werdet nicht vergessen. Unsere Schmiede. The forge stands ready to make weapons of war. Fair, okay, die Schmiede kann ich nichts machen, dafür habe ich noch zu wenig von diesen Bildern oder was das ist. Aber hier könnte ich ein bisschen was machen. Zum Beispiel die Bar aufarbeiten. Das ist immer gut. Und wenn wir schon dabei sind, Letner, du darfst eintrinken. Jarvik, du da kannst, willst dich ja nur auspeitschen lassen. Greed, du gehst in die Spielhalle. Wie passend. Und Jarvik, lass dich auspeitschen. Ich weiß doch nicht, wie das Stress abbauen soll, aber ich frag gar nicht. So, jetzt gucken wir noch, ob wir noch ein paar nützliche Skills freischalten können. Ach, wir haben eine Fernkämpferin. Quiet. Gucken wir mal. Snipeshot
Das ist schon mal gut. Suppressing Fire. Suppressing Fire ist ein Flächenschadenangriff. Sie hat einen Heal. Der Heal ist schon mal relativ gut. Und Suppressing Fire. Also, ich werde das Suppressing Fire auf jeden Fall holen. Helden können nur vier aktive Kampffähigkeiten gleichzeitig haben. Schalte an, welche Fähigkeiten du nehmen möchtest, und schalte aus, welche Fähigkeiten du nicht nehmen möchtest. Mit dieser Einstellung kannst du dann weiterspielen. Schau immer auf die Positionen, wo sich die Leute befinden müssen, um die Fähigkeiten einzusetzen. Okay. Blindfeuer. Nee, Blindfeuern ist nicht so gut. Ich bin mehr so der Zielende. Okay, was hast du? F-b-b-b-b-b-b. Flashing Daggers. Du kannst quasi mehrere Dolche schmeißen. Das ist doch nett. Den nehmen wir mal. Gut, Gorian, du hast deine Skills soweit. Ich denke nicht, dass ich dir was anderes geben möchte. Und Nihilus. Nihilus braucht auf jeden Fall noch die Heilung, dass er Gift und sowas heilen kann. Einfach nur für den Notfall. Ja. Wenn er Gift heilen kann, dann sind wir wenigstens dagegen gewappnet. Das ist relativ gut. Okay, gut, Gorian muss ich nichts ändern, da habe ich alles. Nihilus kämpft aus der hinteren Reihe sowieso. Deswegen würde ich sagen, einen normalen Angriff, einen Buff brauchen wir jetzt nicht wirklich. Dann lieber die Heilung rein. Okay. Quiet sollte in der hintersten Reihe sein. Da kann sie alles benutzen. Die Bola nehme ich raus und nehme dafür das Suppressing Fire. Okay. Fernet. Fernet sollte in der zweithintersten Reihe sein. Lunge kann ich rausnehmen. Und Poison Dart kann sie nicht benutzen. Ehrlich gesagt, ich will Poison Dart auch gar nicht benutzen. Dafür habe ich meinen Hexendoktor. Deswegen gebe ich Fernef noch Schattenwandeln. Dann, falls sie mal zu sehr angegriffen wird, falls mal hier Fernef ziemlich stark getroffen worden sein, kann sie sich ganz schön schnell aus dem Staub machen. Und Gudgorian bleibt so, wie er ist. Das ist perfekt. Okay. Aber ich gönne erstmal den anderen beiden jetzt Ruhe. Dir wollte ich noch das Trinket anlegen, was ich bekommen habe. Okay. Was ist das? 20% Debuff, aber weniger Ausweichen. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, eine kurze Scout-Runde machen wir noch. Und da wir nur eine kurze Scout-Runde machen, würde ich mal sagen, wir nehmen ein paar Neuzugänge mit. Undead Hunter, bring deinen Hundi mit. Bring deine Ahri. Wir machen sie platt. Gut, Goria nach vorne. Und Nihilus in die hinterste Linie. Roland darf sich erstmal noch ausruhen, weil ich gehe lieber gerade mal auf Nummer sicher. Okay. Dann, wir brauchen Essen, ganz klar. So. Wir brauchen mindestens drei von denen. Wir haben, alles andere haben wir. Okay, dann würde ich sagen, Waldmanns Heil. So. So. Dann wollen wir mal vorrücken. Da kommt jetzt direkt ein Kampf. Aber unsere Leute wissen, wie man das macht. Flashing Daggers! Bam! Ach, AE-Fähigkeiten sind so schön. Und los, Ari! Reiß sie in Fetzen. Ach, das macht auch noch Blutungsschaden. Oh, ich mag Undead Hunter jetzt schon. Gift.
Trifft nur ein. Dann lieber Ah, Nihilus. Gott. Take it, Gregorian. Das schaffst du. Fernet. Das kriegst du hin. Salus. Ach, komm schon. Dein Ernst? Okay, dann schmeißen wir nochmal Dolche. Oh, sehr schön. Das Messer steckt tief. Oh, du kannst Stress heilen. Das ist süß. Okay. Ach, das macht für alle Stressheilung. Das ist natürlich nett. Giftgas, ich finde den ein bisschen nerviger. Deswegen vergiften wir den mal. Sehr schön. Gut ausgewichen. Gut, Gregorian. Smite Oblivion! Hahaha. Guter Schlag. Dann wollen wir mal eine Fackel und Geld. Oh, da ist eine Falle. Kann irgendjemand die Falle... Ah, sehr schön. Nihilus, der Fallenmeister. So, was wird in dieser Türe sein? Eigentlich nichts darf dir sein. Okay. Es sind wieder 90% der Räume, deswegen lasse ich den Raum hier aus, den unteren. Also direkt nach rechts. Da ist ein Kampf. Okay. Und die Falle entschärft. Sehr schön. Gregorian macht es genauso gut wie Nihilus. Das ist schön. Ein Bücherregal, das würde ich gerne mit ihm machen. Ja, komm. Wow. Uninteressante Bücher drin. Stapel Twilight oder so. Und rein in die gute Stube. Hallo, wir sind da. Und vergifte... Nee, gestunt ist das. Wollte ich ja. Wollte stunnen. Dann wollen wir erstmal gucken, wen wir hier bluten lassen können. Oh, verdammt. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Stresstante ist. Okay, die Stresstante muss definitiv weg. Messer rein. Das sollte helfen. Autsch. Autsch, 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 autsch. Nicht bluten. Okay, du blutest nicht. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, zieh ein bisschen was auf dich. Gut, Gregorian tankt das. Und du schaltst sie aus. Nein! Daneben! Verdammt! Nein! Komm schon, Nihilus. Sehr gut. Widerstanden. Angriff. Hier 4 bis 7, 3 bis 6, 4 bis 7. Ich finde ihn noch gefährlich, deswegen reißen und zerfleischen. Und er blutet immer noch. Sehr schön. Ja, greif ruhig Gregorian an. Der kann das aushalten. Like a boss. Ah! Schmeiß dich vor deinen Hund. Wie tapfer und heldenhaft von dir. Nein, wir stunnen nochmal. Sicher ist sicher. Sehr schön. Salus Accusation! Fernef, take it! Kriegst das hin? Okay. Und Messer! Oh, sehr schön. Krits fliegen hier nur so. Okay, dann. Reiß ihn auf, Ari. Also, ich hab den Hund jetzt mal Ari genannt. Der kann jetzt wirklich hier nicht viel machen, deswegen heile ich mal ein bisschen. Hilft zwar nicht viel, aber besser als nichts. Der kann jetzt auch in der Reihe jetzt gar nichts machen, deswegen entledigen wir uns mal den Leichen, damit er ein bisschen weiter vorgepult wird. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm schon, reiß ihn auf. Ach, die bluten nicht, die Skelette. Sie hat noch ein Leben. Sie hat noch ein Leben. Und das benutzt sie. Okay. Okay.
Noch ist es machbar. Noch ist es machbar. Dann ein bisschen heilen hier. Okay. And now the darkness holds dominion. Black is Vorsicht. Oh Gott, nein, nicht nochmal so ein Kampf. Komm schon! Okay, das ist gut. Das ist weniger gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das wird nichts bringen, die sind alle immun gegen das. Ich muss den ausschalten hier. Weg hier. Sehr schön. Und jetzt Heilferne. Oh, Crit-Heilung sogar. Sehr schön. Regeneriert noch ein bisschen Stress. Autsch. Ah, jetzt ist Nihilus. Oh! Crit. Nicht gut. Nihilus, halt durch. Halt durch. Ich würde jetzt eigentlich mit Good Gorian tanken, aber ich muss ein bisschen mehr Schaden machen, also. Bam! Hatte vergessen zu tanken. Ah, noch ein Crit? Nein! Leute, bleibt am Leben. Irgendwie. Spitzhacke, los. Sehr schön. Wenigstens etwas. Stressheilung hier. Komm schon. Biet dich an, Good Gorian, für das Team. Okay, erstmal Fernef hier rausholen wieder aus dem... Sehr schön, okay. Nein! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, nichts passiert. So. Ins... Ich wollte schon sagen Gesicht, aber es war ja eigentlich die Brust. Okay. Der hat am Anfang geschossen, aber... Nee, nee, nee. Kein Risiko. Kein Risiko. Seize this momentum. Push on to the tasks. Puh. Die sind fast tot. Ah. Na komm. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut, aber was soll ich machen? Los, weiter. Wir schaffen das. Ich glaub an euch. Ich glaub an euch. Hier ist nichts. Sehr gut. Weiter. Ah. Soll ich noch ein bisschen... Ja, komm. Hier, du kriegst noch was zu essen. Du kriegst noch was zu essen. Noch was zu essen. Noch was zu essen. Und nochmal. Okay. Eine Kiste. Ah, sehr schön. Nichts, was wir irgendwie brauchen können oder so, aber trotzdem. Besser als nichts. Oh, okay, nur zwei, nur zwei. Oh, aber sie haben mich überrascht. Das geht noch, das schaffen wir. Das geht, das geht. Komm, heil ein bisschen. Okay. Wachhund. Ach, du kannst noch jemand anders beschützen. Beschütz Fernet, komm. Ja, braves Hündchen. Fernet, los! Hacke, yeah! Spitzhacke of the dead. Okay, das kannst du aushalten. Du musst nach vorne. Okay. Ravage. Besser als nichts gerade. Und Spitzhacke. Er ist nicht ganz tot. Nochmal, komm, Ferne feilen. Komm, Olki. Oh, sehr schön. Anders Hunter. Rock das Ding. Salus Accusation! Weiche Böses! Was? Wow! Undead Hunter ist ein Kleptomane. Super. Mein Team ist so super. Ihr müsst noch Platz tauschen. Vorwärts! Wir haben noch etwas zu tun. Oh, Gott sei Dank. Nichts Böses. In dem Raum hier ist nichts, laut Karte.
Also kein Kampf, Gott sei Dank. Es kann ja noch was werden. Ah, soll ich? Ah! Okay, nur Asche. Vorsichtig. Vorsichtig. Glitzer. Ich meine, vorsichtig. Ihr. Das kann's doch nicht sein. Injury and despondence set the stage for heroism. Und dann auch noch verfehlt er. Ist kein Platz zum Verfehlen. Kann ich hier irgendwie raus? Autsch. Perched at the very precipice of oblivion. Das ist nicht gut. Lass sie bluten, Ari. Oh, der Crit. Der Crit hat uns wahrscheinlich gerade gerettet. Du musst nach vorne, ich weiß. Okay. Nein, nein, nein. Nihilus überlebt das. Komm schon, Nihilus. Oh nein. Okay, sie blutet nicht. Das ist gut. Nicht bluten. Oh, zerreiß ihn. Komm schon. Nicht ganz. Kannst du ihn töten? Komm schon. Komm schon. Okay, okay, okay. Noch ist nichts verloren. Und Dolch ins Gesicht. Sehr schön. Nihilus, nimm die Verbände hier. Zack. Okay, okay, ganz ruhig bleiben. Nichts verloren. Noch ist nichts verloren. In diesem Raum ist nichts. Oh, Gott sei Dank. Thank the light. Nein, ich dachte, da wäre nichts. Und warum bist du jetzt ganz vorne? Was soll das? Die Karte hat angezeigt, dass da nichts wäre. Au. Oh Gott. Rückzug. A wise general cuts losses and regroups. Das ist nicht gut. Nihilus? Ah, powerful. Okay, sehr schön. Ändert aber nichts daran, dass ihr alle fast tot seid. Ich habe keine Wahl. Ich probier's. Ich gehe wieder rein. Wir wissen, dass ihr da seid. Jetzt geht's euch an den Kragen. Ja, Surprise! Jetzt sind wir dran. Komm schon. Und Crit. Es bringt aber gegen die relativ wenig. Aber komm schon. Salosacrisation! Fernef, halt durch. Gott. Noch ein Crit! Fernef, halt durch! Nein, nicht paranoid werden! Alles ist gut! Wenn Helden den Stress nicht mehr ertragen können, werden sie krank. Dies tut sich in verschiedenen Arten und Statusveränderungen auswirken. Krank sein hält so lange, bis man sie in der Stadt behandeln lässt. Okay. Oder ich tue sie einfach das Stress auf Null machen, bevor die Quest endet. Komm gut, Gorian, take it like a man. Okay, das ist gut. Andere Tante hat noch viel, was er aushalten kann. Spitzhacke ins Gesicht. Okay, macht nicht mehr so viel Schaden, leider. Komm schon. Reißen und zerfleischen.
Dolch. Yeah! Jedes bisschen Schaden hilft. Nicht gut. Nicht gut. Nein, nicht gut. Okay. Überlebt. Sehr schön. Puh. Gott, gut, Gorian. Zeig dich! Du bist der Man! Schaffst das. Okay, okay, okay. Wir können einen ausschalten. Reißen! Sehr schön. Oh Gott. Sie ist panisch nach hinten gerannt, aber das ist okay. Das ist okay. Du kannst auch von hinten noch Schaden machen, ich weiß. Nein, 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 Nihilus! Nein, Nihilus! Nein! Und jetzt dreht Gudgoria noch durch. Oh Gott. Oh Gott. Undead Hunter, komm schon. Nein, nein, nein. Oh ja. Undead Hunter ist mutig. Tapfer. Nimm das. Okay. Komm schon, Dolchschmiss. Zack. Fernef überlebt das. Bleib stark. Wenn der Stress so hoch wird, können sie einen Herzinfarkt erleiden. Ja, ich weiß. Puh. Komm schon. Du schaffst das. Ah, nichts, was ihn angreifen kann. Schade. Jetzt hoffen wir einfach mal auf, dass wir drankommen. Wir haben keine Zeit zum Bluten. Hat sich geheilt. Ach, Undead Hunter, du bist der Man. Ja. Und den Crit noch hinterher. Oh, Gott sei Dank. Was? Ist es nicht vorbei? Es ist nicht vorbei. Ich will aber, dass es vorbei ist. The match is struck. A blazing star is born. Warum kann es nicht einfach vorbei sein? Okay. Ich muss alle Raumkämpfe beenden. Deswegen, hier ist noch ein Kampf, ja. Ich dachte, es wäre erkunden. Wir ziehen uns zurück. Wir haben schon Nihilus verloren. Er sitzt dort oben bei Desmes und Nekoria. Aber wir sind trotzdem mit Plus draus von gegangen. Oh Mann. Oh Mann. Komm schon, Gudgorian. Ach nein. Er ist neugierig geworden. Und du... Ich weiß nicht mehr, was das heißt, aber es klingt schrecklich. Ach, Mist. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Okay, Greed hat gegambelt und 55 Stress weggemacht, das ist sehr schön. Lettner hat... Was? Lettner war in der Bar und hat ein bisschen was getrunken und ist jetzt ein Trinker. Wow. Super. Jarvik ist aus persönlichen Gründen gegangen... Aber hat auch ein bisschen Stress abgebaut. Warum ist Jarvik jetzt gegangen? Und Nihilus ist gestorben. Eine kurze Schweigeminute für Nihilus. Und da wir es noch nicht gemacht haben, auch für alle anderen, die schon hier gefallen sind. Wohin wird uns unsere Reise führen? Werden wir überleben? Werden wir den Horror ein Ende machen? Wir werden sehen. Nächstes Mal.
bei The Darkest Dungeon mit eurem Ron.